Was geht? Ich hab zugewunken, Shy Guy. Mir geht's gut. Schön, dass du dabei bist. Ah! Ich hab schon gedacht, ich komme zu spät. Ich hab noch schnell Essen gemacht. Und es war so gut. Ich hätte lange nicht mehr so gut gegessen. Asiatisch. Mega. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir starten. Ich hab ein paar Sachen umgeändert, mal wieder. Paar Sachen vorbereitet. Leider, wie gesagt, wie immer halt, die TikTok-Leute werden keinen Unterschied merken, aber die Twitch-Leute werden einen großen Unterschied merken. Transitions sind jetzt implementiert. Deswegen lohnt sich's auf jeden Fall immer auf Twitch zu folgen oder das Ganze über Twitch anzuschauen. Wer noch kein Twitch hat, sollte sich Twitch zulegen. Eigentlich ganz nice. Da hat man einfach ein bisschen mehr vom Spiel zu sehen. Wir starten durch. Vampire the Masquerade Bloodlines Folge 16. Was haben wir denn gemacht? Wir sind weiter. Wie weiter sind wir? Oh je. Oh Gott, ich hab den Faden verloren. Wo sind wir das letzte Mal stehen geblieben? Pisha-Mission. Wir müssen zu Giovannis Apartment und da ein Buch stehlen. Das Sarkophag wurde geplündert von einem Unbekannten. Dem Baron, da müssen wir noch irgendwas machen. Hier und da noch was machen. Auf jeden Fall ist einiges zu machen. Und ich würde sagen, let's roll the intro. Nice. Funktioniert, aber falscher Bildschirm. Das ist nämlich der richtige Bildschirm. Und Spiel, wirst du erkannt? Ja, wirst du. Gucken wir uns mal das Menü an, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir haben Therese einen Besuch abgestattet. Natürlich waren wir wieder eifrig am Handwerken. Diesmal haben wir ein bisschen gestrickt, mit der Nadel den Stoff gestoppt. Immer wieder sehr befriedigend, den schwarzen Bildschirm und der Fantasie freien Lauf zu lassen. Ich rieche ein bisschen nach Knoblauch. Natürlich muss da ein bisschen Knoblauch reins essen. Hab so irgendwie Gefallen an Knoblauch gefunden. War eigentlich davor nie so der Knoblauchesser. Knoblauchbrot, ja, klar, kennt jeder, mag jeder. Ja, danke für die Likes, Shy Guy. Tausend schon. Du machst deinen Finger nicht dadurch kaputt. Und irgendwie bei meinem Essensprovider, ich würde es ja nicht Lieferant nennen, denn ich muss es ja trotzdem selber kochen, ist immer eine Knoblauchzehe dabei. Deswegen schön geraspelt, schön ins Essen rein. Pfeffert ein bisschen, aber geil. Aber was auch geil ist, wir sind jetzt Santa Monica mal durch. Los Angeles, klar, Sarkophag. Und den Götzen für Pisha. Ich habe morgen eine Präsentation, Shy Guy. Oh, welches Thema denn? Bist du gut vorbereitet? Ich hasse ehrlich gesagt Präsentationen. Ich schätze mal, du auch bei dem traurigen Smiley, welches du ganz hinten dran noch hinzugefügt hast. Aber das wird. Shy Guy, da müssen wir alle durch. Und Buchpräsentation. Wie heißt denn das Buch? Wichtig ist, halte die Zeit ein, immer schön am Talken. Die Leute wollen, dass du die unterhältst. Und wenn es nur irgendwas auswendig gelernt ist, wenn es eine 5-Minuten-Präsentation ist, gebe ich den Tipp: Talken, talken, talken. Gregs Tagebuch. Gibt's Probleme? Okay, was geht, Luca? Schönen Abend, dass du vorbeischaust. Luca und Shy Guy, das Trio, das Duo. Immer wieder am Start, gefällt mir. Bro, das habe ich auch gemacht. Buchpräsentation. Habe ich das damals auch gemacht? Ich glaube, ja. Entweder war es dieses typische Indianerbuch. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Genau das gleiche Buch. Ja, gut, Luca. Dann, Shy Guy. Luca kann dir auch ein bisschen helfen.
Oder war es so ein Dramabuch über so einen Jugendlichen? Ich glaube auch so ein Standardwerk, das man alle mal im Lehrplan hatten. Keine Ahnung, ist schon Jahre her. Ne, passt schon, aber danke. Hollywood. Hollywood müssen wir nochmal hingehen. Nicht als Restaurantkritiker, sondern den Restaurantkritiker müssen wir ein bisschen, so ein paar Stichwörter unter die Nase halten. Für eine schlechte Bewertung. Schlechtes Karma für uns, aber ist ein Auftrag, ein Auftrag ist ein Auftrag. Hauptsache es gibt Kohle am Ende. Dann haben wir Isaacs Kurier getroffen, der spurlos verschwunden ist, typischerweise. Kein Anzeichen von einer Lebensspur. Das müssen wir auch noch eruieren, wo er sich befindet, wenn er noch sich irgendwo befindet oder irgendein Körperteil sich irgendwo befindet. Hauptsache, wir finden das Video, um mit der Quest voranzuschreiten. Ansonsten haben wir einen Auftrag von Vivi von Miss Velour. Wunderschöne Dame, ein Stern am Himmel. Der müssen wir noch Bescheid geben, dass wir den Autor Julius wissen lassen haben, dass er die Stadt verlassen soll, nie wieder kommen soll. Nie wieder. Sonst gibt's Haue. Oh. Ich glaube, ich bin am meisten in deinem TikTok-Stream gewesen. Ja, du und Luca. Ihr beide, ihr wechselt euch immer ein bisschen ab. Schön, wenn beide dann gleichzeitig online sind. Quatscht mal ein bisschen. Lernt euch mal ein bisschen kennen, dann erfahre ich auch ein bisschen über euch. Und währenddessen schreiten wir fort. Wie gesagt, Santa Monica haben wir abgehakt. Da können wir rein gewissens von hier fort von hier nach Hollywood. Hollywood Plaza. Ja, einfach nur Hollywood. Ach, mein Hals wieder. Immerhin ist das Schnupfen weg. Der musste ja nur heute einmal nur die Nase putzen. Keine frequentiertes Nase putzen. Was ist denn da los? Sheriff? Ärger am Schritt, im Schritt. Hier geht's zu Miss Velour. Der holden Dame. Sagen wir kurz Bescheid. Und dann müssen wir gucken, wie wir voranschreiten. Das Restaurant, genau, dürfen wir nicht vergessen. Ah, Augen zu. Nichts für junge Leute. Alles ab 18. Seid ihr schon ab 18? Na, komm. Never mind. Ihr seid alt genug, ihr wisst, was ihr tut. Sehr schön, sehr nett von dir, Shy Guy, dich vorzustellen. Miss Velour. Uppe. Please, call me Vivi. Zu Hater. Ich habe den Namen der Muse des Hutmachers. I mean, did you? Was? Keine Worte sollen meinen Lippen mehr entweichen. Aber ich hab doch den Namen. Take some comfort in knowing if you hadn't, someone else would have had to. I do appreciate your help. A lot. Ah, jetzt, okay. Maskerade haben wir jetzt einmal. Wir haben es, glaube ich, einmal verloren. Jetzt haben wir. Ach, Scheiger ist 18. Sicher? Und welcher Schätzwert? Can't you tell? I simply adore you. Sie vergöttert mich. Ah, ich bin süß. Ah, komm, stop you. What would I have done had you never come in here? Oh, why can't they all be like you? The world could be so, so beautiful. Ach, sie versucht mir nur zu schmeicheln. Wie alle Frauen. Sie spielt nur mit mir. Sie versucht nur, mich um ihren kleinen, wunderschönen, zärtlichen Finger zu wickeln. Mit Erfolg. Sie hat's geschafft. So wie dein Bild in meiner Tasche, Versling, werde ich dich in meinem Herzen bewahren. Gut. Das haben wir abgeschlossen. Wir haben einen Punkt mehr. Irgendwo wollten wir investieren, aber ich glaube, da haben wir noch zu wenig. Jedes Mal vergesse ich, was eigentlich unser Way, unser Playstyle, beziehungsweise unser Attributen-Playstyle ist. War es. Ne, Wahrnehmung können wir sowas von knicken, braucht man nicht.
Ja, wie wär's mit Intelligenz? Recherche 8. Recherche 8 brauchen wir. Long way to Recherche 8. Recherche. Ah Gott. Heute war so ein typischer Montag. Alles verwirrend. Darum muss ich erstmal trinken. Leute, nicht vergessen. Hydriert bleiben. Immer schön trinken. Also Radler ist schon was Tolles. Radler ist für mich kein Bier, das ist einfach nur Limo. Ganz einfach nur Limo. Bier ist Bier, Limo ist Limo. Und Radler ist so ein Zwischending, aber ich tendiere eher es als Limo zu sehen. Aber Alkohol ist Alkohol, also nicht unterschätzen. Aber komm, Radler, da passiert doch nichts. Santa Monica durch den Baron. Genau, da müssen wir ja noch Dings finden. Das Anwesen von Giovanni. Keine Ahnung, wo das ist, aber wir machen jetzt den Restaurant-Kritiker. Bier. Bier ist lecker. Klar, Alkohol ist eine böse Sache. Dinge sollte man in Maßen trinken. Immer vorsichtig. Auch Bier kann zu schlimmen Folgen führen. Aber wenn man Verantwortung trägt für das, was man tut, dann ist Bier eine tolle Sache. In Maßen. Genauso wie Rotwein, wenn man ein entsprechendes Alter erreicht hat, ist Rotwein, wenn man Rotwein mag, auch eine tolle Sache. Ist medizinisch erwiesen, gibt es einige Studien, dass ein Glas Rotwein am Abend gut für das Herz ist. Hat, glaube ich, was mit dem mit gewissen Enzymen in der Traube zu tun. Aber wie gesagt, in Maßen, nicht in Massen. Wie alt denkst du bin ich? Oh, ich bin da ganz schwer, Shy Guy. Mach mal, Luca hat mal letztes Mal, musste ich Luca schätzen, nicht wahr? Da warst du, oder da bist du. Luca ist 13, soweit ich weiß. Da ihr beide das gleiche Thema hattet, müsste ich euch, nimm's mir nicht übel, Shy Guy. Es ist so rein, meine Intention, würde ich dich auch so in dem Dreh schätzen. 14, 15... Ne, 13, 14, so rum. Ja, ungefähr so in dem gleichen Alter wie Luca. Wenn 13 richtig ist, ich bin mir nicht mehr sicher. Das müsste der Restaurantkritiker sein, aha. Natürlich, Restaurantkritiker kriegen immer das ganze Essen immer serviert. Und immer schön angerichtet, nicht so wie es Normalos halt bestellen. Restaurantkritiker bekommen immer den heißen Shit. More flatbread and olive oil. And take back this Chardonnay and open up a Chianti. Let it breathe for 20 minutes and then bring it out with a Ziti. Okay? Typischer Restaurantkritiker. Ich bin nicht der, der dient. Ich wollte... I wanted to know what? Interrupt me while I'm working? Do you understand that this is an important opening and I, emphasize I, am going to make or possibly break this restaurant? Lass mal ganz kurz was testen. Ob das jetzt funktioniert bei Twitch. Ja, funktioniert. Okay, geil. Dann müsste ich da irgendwann mal damit arbeiten können. Es geht oben um Marker setzen. Hat davor nie geklappt bei Twitch. Das hat jetzt scheinbar funktioniert. Dann kann ich damit auch arbeiten. Gut. Müsste ich das nur als Hotkey irgendwie setzen. Schauen wir mal. Viele Grüße entfleuchen meinen Mund für sie. Verdauer vielfältiger ethnischer Gerichte. Hello. Now go get yourself some onion rings or hot wings or whatever it is you eat. The refined palate of a true gourmand is, oh, to put it in a language you can relate to, trying to decide if this place is thumbs up or thumbs down. Bist gleich wieder da. Okay. Erklären Sie mir Ihr Dasein, Verschlinger von Schuhsohlen. Nee, ich habe nur einen Finger für Sie und das ist nicht mein Daumen. Na... Wir wissen, welcher Finger gemeint ist. The Food Authority of Los Angeles, Food Critic for the biggest paper on the West Coast, Radio Personality for the KTLK,
Chower Hour? Maybe if I reviewed more pancake huts, you'd know me. Odin ist auch wieder am Start. Ja. Ich habe diesen Namen definitiv noch nie gehört. Flayton, was für ein Zufall. Ich suche nämlich nach einem Mann namens Flayton. I'm not sure exactly what you mean. Soll das ein Witz sein? Sie testen diesen Laden. Ich lach mich tot. How so? Es sieht mich komisch an. Biegen Sie es nochmal. Weil ich es gesagt habe. You're wasting my time. Ihre Zeit ist nur geliehen. Bis dann. Na, oh, hey, waiter. Da kamen wir jetzt auch nicht weiter. I asked for a Cabernet Sauvignon, not a Merlot. Next thing you know, he'll be bringing sparkling grape juice. Ugh. Okay. Sie, ich, reden. I'm not sure exactly what you mean. Soll das ein Witz sein? Versuchen wir das nochmal. So? Es sieht mich komisch an. Pieken Sie es nochmal. Na, so weit kommen wir auch jetzt im gleichen Stand. Wie ich reden? Ich weiß selber nicht genau, was ich meine. Okay. Wir kommen nicht voran. Wie machen wir das? Können wir im Essen irgendwas machen? Müssen wir ihn vielleicht ein bisschen... Na, das, was bringt. Kriegt er jetzt vielleicht Angst und bewertet dann das Restaurant schlecht? Ich weiß nicht. Werden wir gleich sehen, wenn er wieder zu sich kommt. Na? Oh. Shit. Das wollte ich jetzt nicht. Jetzt habe ich ihn getötet. Weiß ich, wenn ich mit der Waffe auf ihn zücke. Wenn ich ihn... Okay. Ja, stirbt schnell. Auftrag aktualisiert. Ja, aber gescheitert. Ist es Ihnen nicht gelungen, Tommy Flayton dazu zu überzeugen, den Kaffee... Okay. Schwierig. Also entweder... In einschüchtern sind wir ziemlich schlecht. Wir können es mal versuchen, auf einen Punkt höher zu gehen. Weil wir wahrscheinlich nicht die richtigen Punkte haben. Ausflüchte. Was war es? Einschüchtern? Einschüchtern ist einschüchtern. Überreden ist akademisches Wissen. Oh, gar nicht gewusst, dass akademisches Wissen auch überreden ist. Ja, dann macht es ja doch Sinn, vielleicht den letzten Punkt in akademisches Wissen. Also wenn nur für Bücher. Gut, es wird ja da angezeigt. Also hätte mir ja vorher schon auffallen können. Wir versuchen es mal einschüchtern auf 2. Und dann gucken wir mal, haben wir jetzt vielleicht einen Dialogpunkt mehr als vorher? Ich reden. So, na also, wir haben jetzt einmal einen Dialogpunkt mehr. Tritt vom Trog zurück, Schweinchen, und sagt den anderen Schweinchen, sie sollen hier nicht fressen. Listen, Jackass, I didn't become the biggest critic in L.A. without making a few powerful friends. Half the owners of these places are criminals, and I eat at their table when I drop by. Ich werde gleich den Traum jedes Künstlers ausleben und eine Kritik foltern. Eine Kritiker folgen. Ah. Hey, stop right there. Was? Es ist ihnen nicht gelungen. Nochmal. Einschüchtern, nochmal ein Punkt. Hey, waiter. Das gleiche nochmal. Listen, Jack. Nee. Da kommen wir nicht weiter. Und fehlgeschlagen. Was ist, wenn wir...
Bahn zu nutzen. What they call Romano, I call asbestos. Jetzt los. Rigatoni? More like Rigatoni. Rigatoni? Oh, hey, waiter. I asked for a Cabernet Sauvignon, not a Merlot. Hat das jetzt was gebracht? I'm not sure. How so? You're wasting my time. Rigatoni? More like Rigadonti. Nee, das hat jetzt auch nichts gebracht. Okay, gut. Welche Punkte haben wir noch? Also, einschüchtern. Wahrscheinlich brauchen wir viel mehr als Level 2. Und Irrsinn, wahrscheinlich. Weil auch Irrsinn hat ja dann quasi Dialogpunkte. Also macht das ja schon Sinn, Irrsinn zu erhöhen. Kommen wir leider nicht weiter. Wir brauchen mehr Punkte. Und dann können wir mehr Punkte wieder verteilen. Und dann können wir weiterschauen. Aber wie kommen wir zum Anwesen der Giovanni? Und wir könnten nochmal... Ja, eigentlich war es ja ein direkter Anzeichen. Ein direktes Anzeichen, dass der Kurier in die Kanalisation gezogen wurde. Hat man sowas von gehört? Und ständig klingelt das Telefon. Geht doch mal einer ran. Oh, da kann man ja rangehen. Hallo? The moon is a mysterious mistress. Ah, du hast dich auf meine Stimmung eingestellt. Sprich nicht so von meiner Meisterin. Das weiß wohl niemand besser als ich. Du hast die Buchstaben verwechselt. Das weiß wohl... Das war alles? Okay. Haben wir vielleicht das Falsche? Haben wir heute etwas Pech hier? Kommen wir nicht voran? Gute Dinge sind am Laufen. Mal wieder. Hier wurde er entführt. Also schauen wir uns das nochmal ganz genau an. Oh, falsche Taste. Ach. Jedes Mal. Ich sehe es kaum, das wird ein Verhängnis. Deswegen klicken wir jetzt einfach mal Blutkonserven. Klar, ich hätte jetzt mich auch von Ratten ernähren können, aber die geben einfach viel zu wenig. Wir schauen uns mal alle Gänge durch. Haben wir zwar das letzte Mal auch schon gemacht. Aber vielleicht habe ich ja irgendwas übersehen. Wo kommen wir hier raus? Jetzt mal einfach alle Gänge durch. Nope. Hier ist nichts. Hey, what's wrong? Ist da noch was gewesen? Ja, nein. Hier können wir nochmal. Wo kommen wir hier raus? Nope. Also irgendwo muss es ja was geben. Da ist die Tür zu. Das hatten wir letztes Mal schon ausprobiert. Wir gucken da nochmal. Nope. Auch nichts. Nee. Hier lang. Mal wieder aufpassen, dass wir uns nicht verirren.
Gehen wir mal da rein und dann wieder nach rechts danach, wenn hier nichts ist. Und dann den ganzen Weg wieder zurück und dann da nach links. Beziehungsweise rechts. Nope. Ah, okay, das ist hier die Stelle. Der Eingang zum Hauptsitz des Barons. Da nicht entlang. Aber da entlang. Was? Ne. Fehlanzeige? Auch nichts. Gut, jetzt den ganzen Weg wieder zurück. Und wenn da nichts ist, müssen wir uns einen Plan ausdenken. Ich hoffe, ich stacke jetzt hier nicht. Bis jetzt sind wir ja echt ohne Probleme durchgekommen. Nam 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 nam. Schön an der Maus nochmal schnabulieren. Und weiter geht's. Nee, den ganzen Weg wieder zurück. Weil irgendwie gibt's da keine Verbindung zu dem anderen Durchgang. Deswegen denke ich, da ist vielleicht doch irgendetwas Essentielles. Nämlich, weil von da kommen wir da lang. Aber vielleicht haben wir auch Pech. Und dann geht's nur hoch. Nope. Da geht's zur Peep Show, da waren wir schon. Okay, nochmal scharf nachdenken. Bester Rocketicker, müssen wir erstmal abhaken. Sie haben Isaacs Kurier getroffen, der ein wenig verängstigt war. Er hat ihnen gesagt, er habe das Video sicher versteckt, aber ihr einziger Hinweis sind die Worte Ginger Swans. Ginger Swans. Was wir machen können, ist gucken, ob wir irgendwelche Informationen über Ginger Swans bekommen. Dann gehen wir nochmal in die Bar rein. Vielleicht ist das zufällig. Ach nee, das ist der. Das ist nicht die Bar. Weißt du vielleicht was über Ginger Swans? Ich suche Ginger Swan, also. Ginger Swan. No, name doesn't ring a bell. But I've got plenty of videos by Ginger Twister. Man, the things that girl can do. I got a new one called Confessions of a High School Yoga Instructor. Man, okay. My gym classes were like that. Muss dann. Nee, okay. Der weiß nichts über Ginger Swan. Sorry. Dass ich. Ah, schon wieder getrunken. Dass ich Swan gesagt habe. Hier vielleicht noch irgendwas. Das war nochmal privat. Nee. Da war nichts mehr, nur irgendwelche komischen Filmideen. Na, hier ist auch nichts mehr. Nee, da können wir hier raus. Employees only. Ist hier irgendwas? Warum sollte man hier rein? Wenn es hier nichts gibt. Oh! Gibt's doch was. Schweinehund. Okay. Sehr nett von dir. Bezwinge deinen inneren Schweinehund. Dieses Problem haben wir jeder von uns. Vor allem morgens. Da muss ich immer meinen inneren Schweinehund überwinden, aufzustehen. Und länger zu bleiben. Länger im Bett zu bleiben ist immer das Problem. Nicht umsonst habe ich 5 verschiedene Wecker, die ich alle im Schlaf ausmache, bis ich dann den letzten Wecker 20 Schritte gehen muss. Sonst geht der Wecker nicht aus. Sehr hilfreich, um den inneren Schweinehund zu überlisten. Also wenn es nach mir ginge, ich könnte den ganzen Tag schlafen. Wecker hin oder her. Dann gehen wir mal hier rein. In das Internetcafé.
Gucken, ob wir vielleicht hier im Verzeichnis irgendwas finden über eine Ginger Swan. Aber Gebiss hatten wir ja eigentlich schon. Ah ne, S bis Z brauchen wir. Nachname zuerst. Jawohl. Wusste es, dass ich hier was finde. Swan, deren Name zu einem Sinnbild für Schönheit und Glamour geworden ist, war eine große Berühmtheit der späten 40er und früher 50er Jahre. Unter ihren Werken sind Filme wie Goldene Kolibris oder Wenn ein Nein ein Ja ist. Nach ihrem Tod im Jahre 1964 wurde sie im Mausoleum der Hollywood Forever Friedhofs beerdigt. Also zum Hollywood zurück. Gut zu wissen. Dann, wenn wir schon dabei sind, dann gehen wir auch die anderen Namen nochmal durch. Wir haben hier nur die ersten zwei Kategorien. Frankie Sammy, der wortgewandte Star aus der 70er Jahre Fernsehshow Was liegt an? Wurde im hiesigen Lucky Star Motel erschlagen aufgefunden, nachdem seine Show abgesetzt wurde. Okay. Ashens. What's wrong? Tawny. Tawny Sessions, das Supermodel Tawny Sessions, hat ein Apartment direkt hier in Hollywood. Man sieht sie oft beim Schaufensterbummeln in Beverly Hills. Tang Margaret. Margaret Tang. Als gefragte Sprachregisseurin. Was ist eine Sprachregisseurin? Wird die Regie über Sprache oder? Na. Der Stadt ist Margaret dafür bekannt, das letzte und manchmal auch Tränen aus ihren Schauspielern herauszukitzeln. Ach so, die motiviert dann wahrscheinlich Schauspieler irgendwie so. Oder halt, coach die. Momentan arbeitet sie in Hollywood an mehreren vielversprechenden Titeln, darunter die animierten Abenteuer von Schrecknabel, dem verrückten Huhn. Hört sich nach einer Kinderserie an, oder auch nicht. Und Frankenstein, Brotlust. Blutlust würde doch mehr Sinn machen als Brotlust. Dann hat Frankenstein... Ach, ist ja auch egal. Niefbett! Ständig sehe ich ja an unserem Briefkasten Niefbett. Diesen Künstler finden Sie am besten im West Hollywood. Doch nähern Sie sich mit Vorsicht, er wird schnell gefährlich heiß. Okay. Oppenheimer Jazz. Produzent von Filmen wie Guy Fawkes Day, Rauch alle 60 Sekunden und Boston Harbor lässt sich die Haare im Salon Jump Cuts machen und wurde dabei beobachtet, wie er im hiesigen Plattenladen Sappy Ballads nach Musik stöbert. Ja, auch normale Menschen haben normales Leben, auch Schauspieler. Auch die müssten mal Haare schneiden und Musik hören in ihrer Freizeit. Auf Wunsch des Solicitology, Kirche aus der Datenbank entfernt. Rivers. Nach seinem Durchbruch mit dem Film Negative Zero hatte Rivers mit drei weiteren Filmen großen Erfolg bei Kritikern und Publikum, zog sich dann aber zur großen Verwunderung aller frühzeitig aus dem Geschäft zurück. Rivers verbringt die meiste Zeit mit der Leitung seines Clubs Ass Pole, der gleich hier im Herzen Hollywood zu finden ist. Das war also ein Schauspieler. Gehen wir mal zum... Okay. Nochmal zu Ass Pole gehen. Und ihn vielleicht mal direkt ansprechen. Ass Pole. Ist... Ne, hier lang. Und dann zum Friedhof. Genau, hier rein. Ass Pole. Das ist immer noch der Highlander-Typ. Ich habe jetzt auch ein Schwert, du kannst mir keine Angst mehr einjagen. Dann müsste das da. Nein. Sie auch nicht.
tanzen wieder. Do you think it would be okay to sleep with a hypothetical? Mit wem redest du? Do you think it would be okay to sleep with a producer if he would give you a part in his next? Du bist nein. Keiner. Niemand. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt zum Friedhof. Friedhof war dahinter. Ah ja, wir müssen zur Krypta. Stimmt. Nee. Hier ist der offizielle Eingang. Der eher inoffizielle. Speichern und rein da. Die ganzen Zombies haben wir ja erfolgreich gekillt. Stimmt, hier bin ich damals gelaufen, bei meinem ersten Playthrough. Dann quasi mit Schusswaffen das hier von da oben bewältigt. Ich erinnere mich. Gibt es da irgendwas Besonderes, wenn wir von da oben laufen? Weil wir kommen so aufs Dach. Ist vielleicht auf dem Dach irgendetwas? Ich zweifle aber, dass wir... Nee. Ach, come on. Das bisschen. Du bist doch ein Vampir. Aber Hauptsache vom zweiten, dritten, vierten Stockwerk runterspringen und keinen Schaden nehmen. Aber jetzt hier tut's dir weh. Wo ist da der Unterschied? Nämlich keiner. Hier müssen wir rein. So, und jetzt müssen wir... was suchen. Aha, da leuchtet's. Horrorvideo. Eine schäbige Videokassette. Das Label ist billig und abgenutzt. Titel und Logo sind kaum zu erkennen. Sieht aus wie Devil's Porn Flashfast Beast von DMP. Diese Kassette scheint den Besitzer öfters gewechselt zu haben. Da weint wieder mein inneres Ich, dass wir dieses wundervolle Video, abscheulich wundervoll, abscheuliches Video, leider vernichten müssen. Es darf nicht in die falschen Hände gelangen, was ja bisher schon ja leider der Fall war. Wir werden nicht aufgehalten. Gut. Ich hätte jetzt gedacht, dass irgendjemand random auftaucht und sagt, halt, stopp! Diese Videokassette gehört mir. Nur mir alleine. Aber scheinbar sind nur wie die Schlauen, die auf dieses Rätsel gekommen sind, dass Dingsbums Swan das Versteck des berüchtigten Killer-Videos sind. Ist. Wenn man sind und ist verwechselt. Ja, hier nochmal rein. Ist da mit irgendwas? Nein, nichts. Besonderes. Du hast wahrscheinlich auch nichts zu sagen. Der Friedhof. Güter. Was haben die schon groß zu erzählen oder zu sagen? Nämlich gar nichts. Da passiert nicht viel. In deren Alltag. Außer Zombies schnetzeln. Einmal die Woche. So, wir haben das Video, das können wir jetzt dem Baron zurückgeben. Der Baron ist auf der Seite, nach wie vor unverändert, in seinem Juwelierladen wartend. Das Chicken wäre jetzt auch geil, obwohl ich eigentlich gerade vorhin ja schon gut gegessen habe. Schon wieder Hunger auf Frittiertes. Das Frittiertes ist schon geil, muss man schon sagen. Ja, doch. Theoretisch könnte man alles frittieren. Ich würde es essen. Snickers. Hähnchen. Camembert. Käse. Einfach alles. Das ist traumhaft. Vor allem Käse. Liebe Käse. Aber was er wahrscheinlich liebt, ist sein Videomaterial, auf dem er sonst was macht.
Ich habe es nicht bei mir, ich werde mit ihm wieder erscheinen. Nee, ich habe es schon, er ist bereits in ihren Händen. And I apologize if I was overly imperious before. A reflex action. I get a lot of young blood in here for getting their place. I'll assist you as reasonably as I can with your task. But first, this tape. Oh nee, gucken wir uns das jetzt ernsthaft an. Hype, so get comfortable. I do have a okay, jetzt bin ich mal gespannt. Here may be of use to both of us. Ernsthaft? It's more disturbing than I was led to believe. You can understand my concern now, can't you? Ich habe es nicht verstanden. Ehrlich nicht, ich habe es nicht verstanden. It just so happens that around the time this snuff film started circulating, the Nosferatu disappeared. I tried to elicit their help in tracking down the source, and for the first time in all these years, I was dismayed by their absence. Dieses Band verbirgt die Kanarate vor uns? Mit welchem Zauber beschwören sie sie denn für gewöhnlich? I assume it's awfully coincidental otherwise. And those creatures. I don't know how many professional FX houses could pull those off. There's a problem, though, in that the film's incomplete. The first half is damaged. We need a complete copy. Diese Kopie muss irgendwo einen Zwilling haben. Behind the spit-shine gloss of the Hollywood Dream Factory, there's another city churning out a vile byproduct for the furtive consumption of a debauched audience. I have no doubt the film's found its way to another smut peddler. I'd ask around. In meinem vorigen Leben habe ich viele Orte gekannt. Ich werde sie erneut aufsuchen. Okay, Isaac will eine vollständige Version des Snuff-Videos. Sein Vorschlag war, mit dem Schundverkäufern in Hollywood zu sprechen, um den Ursprung zu finden. Ah! Und Schundverkäufer, ich verstehe. Der Pornodealer. Na, dann gehen wir da hin. Haben wir jetzt 6 Punkte, dann können wir es gerade nochmal versuchen. Auf Irrsinn zu skillen. Reihen uns an. Speichern sicherheitshalber. Dann machen wir Irrsinn. Blablabla, ich sehe reden. So. Wie schmecken denn, heute die Maden? What? Maden, sie essen Maden. This place will pay for this. Ja, funktioniert. They'll never serve food in this town again. Wie konnten die ihnen sowas nur antun? Ich wette, die Idee haben sie nicht aus einem Film. The veal is a little chewy. In my opinion, children should only be allowed in places with Happy Meals and Grand Slam breakfasts. This bruschetta is to die for. Das heißt, haben wir es jetzt? Ich versuche Tommy Flayton dazu zu bringen, das schlecht zu bewerten. War erfolgreich. Sie sollten bald ihre E-Mails abfragen. Ja, also. Geht doch. Irrsinn war es also. Wahrscheinlich hätten wir es auch mit gut Überzeugungskraft geschafft. Aber wenn es so funktioniert, bin ich zufrieden. Schmuddelfilme. Morgen in der Richtung. Und zwar hier. Sinbin. Ah, und schon wieder die falsche Taste gedrückt. Jedes Mal das Gleiche. Mein Mittelfinger drückt immer so leicht auf die rechte Maus. Das passiert immer wieder. What can I do for you, Slick? Hier sind meine Augen. Zeig ihnen deine Gefälligkeiten. Was? Wir können was kaufen?
Ein Schlagstock. Pillen und Medizin. Den kaufen wir mal, weil wir können ja mal gucken, ob das vielleicht auch eine spezielle Stealth-Fähigkeit hat. Ansonsten haben wir nichts zu verkaufen. What can I do for you, Slick? Ich muss deine grauen Zellen durchwühlen. Yeah? What do you want to know? Was ist das hier für... Kennst du Death Mask? Those guys. Yeah. Yeah, I heard of them. Why do you want to know? Diese Typen? Ja. Achso, ja. Ich bin ein interessierter Sammler. Really? You a cop? Bin kein Donutfresser, ich habe Fragen ohne Antworten. Mit der Dienstmarke in der Hose und den Bärentatzen im Bauch. Jetzt rede, du kannst gar nicht... kannst gar nicht mehr mit mir reden, weil ich schon fort bin. Alright, listen. I'll tell you a little bit, but if anyone comes asking, you never heard it from me. They produce only the most hardcore video. I'm not even talking black market here, more like black hole market. Not the kind of product you want to get mixed up in. Zeichne mir ein Bild dieses Werkes. The kind of stuff that gets you put in jail for just talking about it, alright? Snuff films is just the tip of the iceberg. I only seen one of their videos, and I swear I couldn't eat for a week. Wohnt dieses furchtbare Band solche Realität inne? Man, you must be on some trip right now. Hey, can you hear me? Lost you there for a sec. You were, you know, philosophizing about reality or something. You should really lay off that stuff for a while. Nein, ist das echt? Ist dieses Band authentisch? Real enough that every cop in 5 states has been trying to track these guys down. They are bad news, pal. You want some advice from me? Stop thinking whatever you're thinking and get your ass back to Kansas. Muss wissen, ob dieses furchtbare Band authentisch ist. Sag mir, wo ich die Todesmasken finden kann. Forget it, man. I don't even know what the hell you're talking about. Huh? What? Who are they? Seriously, get the hell out of here. Wie viel Scheinchen für deinen Pornopanz? Ich brauche deine Hilfe. Nein. Wie viel Scheinchen für deine Hinweise? Gosh. Well, that changes things a little. But we're talking about some pretty hot info here. Underground stuff, you know? Like the kind of info that $500 might get you. Nimm dein Blutgeld, Pornoprinz. Okay. Look, all I know is that a guy calls on the payphone down the street every once in a while. He'll say something like, the moon is a terrible mystery. Some creepy shit like that. And then was all dann? You have to say is, who walks the night with demons of dread? Supposedly you'll be told where to meet the guy to pick up product. I don't know for sure. I never tried it. It scared the shit out of me. Ich gehe nun, um die Todesmasken zu enthüllen. Mein Schatten verdunkelt andere Domänen. Hey, wait. Look, you might as well know this. Word on the street is that they didn't even make the video. They're just distributing it. No one even knows where it comes from. I'm telling you, man. Whatever you're in, get out of it now. Diesen Pfad hat mir das Schicksal bereitet. Ich verlasse dich nun. Gut, wir kommen immer näher. Telefon. Müssen wir es nur noch zum Klingeln bringen. Klingel für mich. Los. Na also. The moon is a mysterious mistress. Die mit Dämonen der Finsternis durch die Nacht wandelt. The Lucky Star Motel. Room 2. Raum 2. Okay. Nur so lange wie meine Libido. Nein. Möge diese Sterne noch ein wenig länger glücklich sein. Ich verweile hier nicht länger. Lucky Star. Guten Tag. Night eating you? Die Toten haben Wohnung in ihrem Etablissement bezogen. Already? Man, that's early for tonight. Oh well,
I'll call the cops, but who knows when they'll show up to protect and serve, right? Die Polizei stellt zu viele Fragen. Zu viele, wenn ich hier noch weiter rumhänge. Raum 2 hieß es. Raum 2. Ansonsten alle zu. Der Mord ist ja... Nee, nicht hier passiert. Aha, eine wilde Party. Schlüssel zum Internetcafé. Okay. Also wir kriegen die Tür schon mal auf, wegen dem Rätsel mit dem Werwolf. Die Tür. Aber die kriegen wir nicht auf. Hm. Könnte also noch ein bisschen dauern. Bis wir das Rätsel mit dem Werwolf lösen. Wenn das überhaupt ein Rätsel ist, ich weiß es nicht. Ich habe ja nur den Hinweis bekommen. Wir schauen einfach mal. Internetcafé. Schon wieder ins Internetcafé. Obwohl wir da schon eigentlich alles hatten. Schauen wir da nochmal rein. Wir haben jetzt eine Keycard bekommen. Welcher Raum war denn verschlossen? War es dieser? Dieser war verschlossen. Okay, Tür zu machen. Ich will ungestört bleiben. Joch. Okay. Ja, komm, übertreib. Easy. Feuerlöscher. Okay, was zum Teufel wird hier gemacht? Na, ich will's nicht wissen. Pizza. Alkohol. Scheint eine Party zu sein. All girls must sign in. No nude chat without money. Oh Gott. Ganz ruhig. Explodieren die ernsthaft? Brauche ich jedenfalls guten Schaden? Mensch, Wolf. Fast die Action verpasst hier. Hi, Scheiger. So, willkommen zurück. Da wird das P-Wort gemacht. Nein. Oh Gott. Er hat vollkommen recht. Hier wird Pasta Abend. Gemacht. Einschaltungszeichen, Einschaltungszeichen. Guten Abend. Schon Sorgen gemacht. Ganz viel Pasta im romantischen Drecksflair. Pasta im wunderschönen Schlafzimmerflair. Pasta. In der Gasse, Pasta im Wohnzimmer, die Köchin, das Bild links, links ist auf der Seite, wo rechts nicht ist. Diese Bilder? Hopp, hopp. Ja, Odin. Mitte. Was jetzt? Hier? Das Bild? Das könnten Blutgefäße sein. Von den Räumen in der Mitte. Soll ich dir einen Abzug machen? Shy Guy, findest du das interessant? Also ich würde es auf jeden Fall mit in deine Buchpräsentation nehmen und darüber fachsimpeln. Wird auf jeden... Es glänzt. Ja, das nennt man Glas. Glas ist so eine Oberfläche, die glänzt. Manchmal. Je nachdem. Wenn es sauber ist, ja, wenn du viel mit den Fingern drauf tappst, dann glänzt irgendwann mal nicht mehr. Aber überwiegend glänzt Glas. Außer es matt, dann glänzt nicht. Ist da noch was? Nein. Wolf, wie geht's dir? Wie war dein Tag?
Vielleicht fällt dir was auf, wenn du deine Stimme singen lässt. Taucht was im Overlay auf, im Stream. Oh, Pasta auf der Toilette. Morphiumfläschchen, immer wieder gut. Und wieder der Wheelchair. Oh Mann, ich will nicht wissen, was für Pasta die in einem Rollstuhl machen. Ach, ich dachte, du kannst damit was machen. Ach so, nein, nein. Wenn ich was machen könnte in dem Spiel... Jetzt kam es nicht. Warum kam es jetzt nicht? Sag noch mal was, lieber Wolf. Muss mal kurz was gegenchecken. Obwohl ich glaube... Obwohl ich glaube, weiß, wo das Problem ist. Ja, Problem gefunden. Das fixe ich ganz kurz. Auch das ist neu. Eine wunderschöne Transition. Dahin. Gott, warum ist es jetzt so klein? Nicht gleich so weit. Muss ich es beim nächsten Mal noch richtig anpassen? Na, passt es jetzt? Gucken wir mal. Sag mal was, Wolf. Und? Test. Ha! Ich meine, könnte ja sein, dass vielleicht Orange eins deiner Lieblingsfarben sein könnte. Falls nicht, lass es mich wissen. Dann werde ich selbstverständlich die Farbe ein bisschen ändern. Aber ich dachte, vielleicht ist es auch schön, dich nicht nur zu hören, sondern auch visuell deine Audio-Wave zu zeigen. So als kleinen Gimmick. Mir war langweilig, komm, sagen wir es so. Aber nun gut. Es glänzt, dass ich dachte, die machen da Rambazamba. Rambazamba mit dem Kochlöffel Pasta machen. Pasta auf einem Zebra. Sehr originell. Pasta auf einer Leiter. Mhm. Oh. Pasta auf dem Liebesbettchen. Können wir auf den... Nein, können wir nicht drauf. Hier ist auch nichts. Nun gut. Speichern. Und gehen wieder runter. Was passiert da? Daneben! Hässliches Vieh. Also schön ist anders. Stufe 10. Ernsthaft. Da kommen wir nie ran. Also heute nicht. Bestimmt nicht. 2 Punkte gibt es nur. Aber... Nee. Nee, da kommen wir noch nicht. 10, 9. Kriegen wir hin. Aber... Vielleicht ist das auch egal.
Können wir vielleicht hier rein? Ne, wahrscheinlich brauchen wir einen Schlüssel. Oh mein Gott. Ja, dann komm. Komm mit mir, Bro. Okay, jetzt wird's so langsam pervers und ekelhaft. Pasta in so einer Location. Ich glaube, da geht schon lange nicht mehr um Pasta. Ist das nicht? Ja, da war noch einer. Der sich versteckt, hat sich totgestellt. Aber nicht mit mir. Pasta an einer Holzwand mit einem Loch in der Mitte, um die Nudeln durchzureichen und lang zu ziehen. Pasta auf einem ekligen OP-Tisch. Yep. Jeder hat mal diese Fantasien. Oh, Jesus, man, what the fuck is going on up there? Ja, das frage ich mich auch. Don't make any noise. They'll hear us. Hast du den Totenkopf auf deinem auf deinen Schultern? Yeah, me, no. Fuck it. Yeah, I'm with DMP. You 5-0. Ach, welches Game war nochmal Multiplayer, das du wieder spielen willst? Warframe. Stimmt, Warframe stand ja eigentlich auch mal auf dem Plan. Lass mal echt mal. Vielleicht schaffen wir. Vielleicht geben wir morgen mal Warframe in Versuch. Wäre mal ganz gut. Je nachdem, also dadurch, dass ich das jetzt schon ewig nicht mehr gespielt habe, bin ich mir gar nicht sicher, ob überhaupt das Update so, jetzt hinbekommen. Bin ich auch voll anwesend. Sehr schön. Einschaltungszeichen. Sehr schön, Wolf. Ja, aber die Updates von Warframe sind halt recht groß. Und bei dem Dorf-Internet, weiß nicht. Aber wir können es ja mal gucken, ob wir morgen mal in Warframe reinschauen können. Diese schädelfrakturierten Kretins sind die gleichen wie auf jenem furchtbaren Band. I know, but we didn't make that shit. I mean, one of the guys stole it, found it in the creepy house in the hills. We just copied it and put our names on it. Worse than anything we ever did. Worst thing I ever saw. Wieso soll ich noch nicht anfangen? Ich bin ja schon mittendrin. Ich hab das ja schon damals gespielt. Bin da auch recht weit. Falls wir das zusammenspielen sollten, müsstest du sowieso erstmal die Story teilweise spielen, bevor du zu dem Multiplayer-Part kommst. Von daher würde es keinen Sinn machen. Wenn du jetzt vielleicht denkst, ich warte auf dich, bis wir dann zusammenspielen können. Ja. Schau dir das Spiel erstmal an. Ob das was für dich ist. Und dann können wir ja zusammenspielen. Am Wochenende. Je nachdem, Wochenende ist halt immer so VR-Zeit. Also will ich jetzt immer versuchen, wenn ich schon unter der Woche nicht schaffe, VR zu spielen, dann am Wochenende irgendwie hinzubekommen. Wir schauen mal, spontan. Nein, der Tod hat seinen Schatten schon vorher auf diesen üblen Ort geworfen. Viva, dunkle Pasta. Das Schicksal hat weise über euch gerichtet, Fleischverkäufer. Ja, kann man durchaus so nennen, Fleischverkäufer. Wieso schreist du denn so? Ganz ruhig. Oh, deswegen. Nein. Meatball. Ein wütender Meatball. Was passiert, wenn man eine Prise Radioaktivität in Spaghetti mit Fleischbällchen hinzugibt? Dann entstehen diese kleinen fiesen Dinger wie die Gremlins, die man mit Wasser besprüht. Und das besagte Horrorvideo. Haben wir. Sehr gut. Und wieder Erfahrungspunkte bekommen. Wieder 5. Wir sparen jetzt für Intelligenz.
Hier haben wir noch eine hiesige Pasta-Sammlung. Okay. Ansonsten nichts mehr. War auch genug. Restliche Bilder. Oh Gott. Noch ein Meatball. Noch ein Meatball. Oh, die platzen so schön. Und noch ein Meatball. Und noch ein Meatball. Easy. Keine Chance. Gegen den Metzger, gegen Jack the Ripper, the Ninja Boy. Oh, plötzlich ist leer hier. Auch viele von den Viechern. Oh ja. Viel zu viele. Was hatte haben wir? Gut. Geht's zurück zum Baron. Ich habe mir übrigens Gedanken gemacht, wie ich das jetzt zukünftig dann mit den Aufnahmen mache. Weil ich ja letztens gesagt habe, die VR-Spiele muss ich separat eigentlich aufnehmen, recorden zum Schneiden. Das ist nicht zielführend. Denn das macht... Im Workflow macht es keinen Sinn, einen Stream zu haben, um danach die Datei nochmal zu editieren, um sie dann wieder hochzuladen, wenn die Twitch quasi schon die Funktion bietet, ja quasi on the fly quasi auf YouTube zu exportieren. Danke nochmal für den Tipp, Wolf. Deswegen habe ich mir überlegt, das muss anders funktionieren. Das erste Level, als ich mit dem ganzen YouTube-Zeug angefangen habe, war ja quasi... Spiel aufnehmen, editieren, hochladen. Jetzt kommt Next Level, bei einer Live-Session aufzunehmen und die über Twitch zu schneiden und dann hochzuladen. Das heißt, die Schwierigkeit, die ich am Anfang ja nicht hatte, indem ich ja normal gespielt habe, wenn etwas nicht gelaufen ist, habe ich es quasi einfach rausgeschnitten oder quasi viele Teile rausgeschnitten, damit es halt quasi aussieht wie an einem Band. Das fällt jetzt weg. Was im Live passiert, passiert im Live. Könnte man theoretisch schneiden, sieht aber kacke aus. Dementsprechend muss ich das irgendwie mit den Overlays hinbekommen, dass eine Live-Session, die dann bei gewissen Spielen auch nur maximal eine Stunde geht, trotzdem hinzubekommen. Natürlich mit der Sprachsteuerung muss ich alles nochmal einrichten. Aber das wird wahrscheinlich für die Zukunft der Plan sein. Keine separaten Aufnahmen mehr, sondern alles live, quasi die Backstage nutzen und dann quasi über Twitch zu bearbeiten und entsprechend diese Datei dann quasi auf YouTube bereitzustellen. Wir schauen mal, ob das so funktioniert. Ich muss ja immer noch das Problem lösen, wie ich das mit der Performance hinbekomme. Schade, muss schlafen. Gute Nacht, Shy Guy. Bis morgen. Und viel Glück bei deiner Buchpräsentation. Wird auf jeden Fall gut. Ich glaube an dich. Und ich glaube auch dran, dass das funktionieren könnte, mein Plan. Mit dem Timer muss ich dann hinbekommen. Hab schon eine Überlegung, wie ich das mit den Hints mache. Ich habe ja immer irgendwelche Hints gehabt, dass ich weiß, wenn ich das Video bearbeite, an welchen Stellen ich quasi meine imaginären Highlights gesetzt habe, um da quasi Schnittpunkte zu setzen. Habe ich ja in dem Live nicht, aber dafür habe ich ja die Twitch-Markierungen, die ich dann quasi nutzen kann. Wenn das funktioniert on the fly, ansonsten könnte ich das auch über eine Textdatei regeln. Muss ich mal ausprobieren, wie das funktioniert. Alles Dinge, die Zeit benötigen zum Implementieren. Aber wir schauen mal. Wir schauen uns erstmal den zweiten Teil von dem Video an. Oder beziehungsweise das komplette Video, die andere Hälfte. Die Monster auf dem Band sind keine Muppets. In dieser Nacht werden keine Träume wahr. This is no doubt the work of a fiend. Hand me the tape. There might be something on it that will give us some insight into what its motives are.
Knock, knock, knock. Huh? What's that? Meatballs everywhere. Ekelhafte Viecher. Ich glaube, das Video ist ab 18. Bin mir nicht sicher. Ich glaube schon. The house in the tape. I know it. It's in the hills. King's Way, if I'm not mistaken. My guess is that the fiend that made this tape is using these creatures to hound the Nosferatu, which would explain their sudden absence. They're trapped. Well, aha. It's unfortunate that the prince needs you to see the Nosferatu, because it looks like this fiend knows how to get at them, and I doubt he's going to draw a map for you. King's Way is your only way in, unfortunately. Ab 30 mindestens. Aufwärts. Auf den Wegen der Könige reise ich. If I don't hear from the Nosferatu within the next few nights, I'll tell LaCroix he's going to need a new leading man and march a few of my own troops up the hill to finish the job. Ich vertraue mich lieber dem Typen im gelben Wägelchen an. If I may give you one final word of warning, do not trust LaCroix. Do not play the damned politics of the Camarilla. This city hasn't needed them in a long time, and mit Meet and Greet der Darsteller, also der Meatballs. Ihm gebührt mehr, als sie beurteilen können. In wessen Schoß wäre mein Vertrauen wohl sicher? That's for you to decide. I only know who you can't trust. Werde ich in Betracht ziehen. Okay. Das heißt, mit dem Cap ins nächste Gebiet. Außerdem, wenn wir bei dem Thema Videoaufnahme, Twitch etc. sind, muss ich mich ab dem nächsten Spiel auch irgendwie dran gewöhnen, dann wieder einstündige Folgen zu machen. Wenn dann das mit dem Overlay, quasi mit den Transitions funktioniert, quasi wieder Anmoderation, Abmoderation wieder reinzufügen, das habe ich ja damals ab und zu mal extern dann quasi hinzugefügt neben dem Gameplay. Das muss ich alles dann auch on the fly irgendwie hinbekommen, um dann quasi bei einer 2-Stunden-Session dann zwischendrin eine Abmoderation noch hinzuzufügen, dass ich quasi aus 2 Stunden dann quasi 2 einzelstündige Sessions mache. Und wenn es klappt, da vielleicht dann noch ein bisschen kürzer, aber maximal 1 Stunde für eine Episode ist zwar immer noch lang. Man muss ja immer bedenken, wer guckt sich eigentlich eine stündige Episode an? Also maximal habe ich ja damals so 40 Minuten war so mein Threshold. Aber müssen wir halt gucken. Ja, das werden wir im Laufe der Zeit dann sehen, aber wie gesagt, ab dem nächsten Spiel, ich weiß nicht, was es sein wird. Die Liste ist groß. Müssen wir mal schauen. Bei Vampires bleiben wir mal on the fly. Einfach so wie bisher. 2 Stunden Episoden. Und dann schauen wir mal. Guten Tag. Dann fahren Sie mich. Sie dürfen mich fahren. Kingsway. Ich gucke meistens eh nur fertige Playlists. Da ist mir die einzelne Folgenlänge relativ egal. Ah, okay, das ist eigentlich auch gut zu wissen. Ja, ist mal so, mal so. Also mir geht's da genauso. Wenn mich das Spiel interessiert, dann... Oh, eine Pussycat. Wo ist meine Pussycat? Rudi? Oh, die Nachbarskatze ist, glaube ich, wieder am Fenster. Odin hat wieder irgendein
irgendein Fokus aus dem Fenster. So leicht creepy ist das schon. Aber na gut. Sollen sie halt machen. Katzen eben. Wie gesagt, mir geht's da genauso. Wenn mich ein Spiel interessiert, dann ist mir auch die Folgenlänge auch relativ egal. Dann schaue ich die, wenn es halt nicht geht, wenn es nicht an einem Stück geht, dann halt in kleinen Schnipseln oder in kleinen Häppchen an. Ja. So meine Erfahrung ist halt 35 Minuten ist so eine angenehme Länge. Aber ist halt hektisch. Also wenn eine Folge 35 Minuten geht, da muss man halt schnell durchrushen, weil halt einfach 40 Minuten sind so schnell rum. Und eine Stunde finde ich dann schon wieder zu viel Arbeit, das dann quasi so zu schneiden, damit es dann wieder auf 35 Minuten kommt, weil 25 Minuten rauszuschneiden ist halt schon viel. Ach, ich wollte nie so viel Zeit investieren zum Schneiden. Das muss alles zack, zack, schnell gehen. Ich habe da auch eine gewisse Routine, einen gewissen Workflow drin. Das kann ich alles abhaken, wenn ich das jetzt nur noch über Twitch mache. Aber das ist einfach eine neue Herausforderung. Da muss man einfach mal gucken. Und der Environment attached. Das sind, glaube ich, nur flache Bilder. Okay. Also hier haben wir einen Durchgang. Dann haben wir hier keinen Durchgang. Und hier haben wir einen Durchgang. Nehmen wir mal den Weg. Da keucht und fleucht wieder irgendwas. Ja. Ich Max ungeschnitten. Solange man nicht gerade zwischendurch 10 Minuten beim Postboten an der Tür war. Ja, ungeschnitten ist schon manchmal ganz gut. Ich habe ja höchstens dann immer, wenn gewisse Spiele doch eine relativ lange Ladezeit haben, dann habe ich die immer gekürzt. Also wenn so eine Ladezeit mal so, keine Ahnung, 20, 30 Sekunden sind, dann habe ich die schon mal rausgeschnitten jeweils und dann quasi nahtlos von einem Punkt zum anderen. Weil ich finde, die Zeit kann sich der Zuschauer dann sparen, muss er nicht irgendwie am Wartescreen verbringen. Ansonsten würde mir jetzt auch spontan nicht einfallen, was ich rausschneiden könnte. Vor allem hier jetzt dieser Part, dieses hier wahllos hier rumlaufen. Sogar das würde ich jetzt nicht rausschneiden, weil es mir einfach zu umständlich ist, extra da was rauszuschneiden. Das ist einfach Zeit, die ich nicht habe. Und wenn ich da zwischenzeitlich dann auch noch was erzähle, dann finde ich es auch nicht so schlimm. Verdammt, wie komme ich da rein? Bin ich ganz verblödet jetzt oder was? Muss ich meinen Enterhaken rausholen, oder? Noah gehört ja auch irgendwie dazu. Das Quatschen oder das verwirrt rumlaufen? Ja, wenn ich jetzt irgendwas erzähle, oder wie beim letzten Mal mit der Medizin-Session, dass ich da irgendwie die Wirkmechanismen vom... Und wie du schon sagst, wichtig ist halt nur, dass man das nicht schweigend macht. Ja, richtig, richtig. Das ist mir auch aufgefallen. Immer irgendwas. Dass man einfach wieder rumläuft und sucht, wie es weitergeht. Ja. Solange ich da irgendwas erzähle, gut, so langsam wird es jetzt ein bisschen blöd, dass ich jetzt tausendmal durch den hier im Kreis rumlaufe, aber ich bin jetzt gerade echt planlos. Immer irgendwie was erzählen, dann wird das schon. Ja, da erinnert mich schon wieder. Ach, da ist eine Wendeltreppe. Das heißt, wir müssen da hoch. Also irgendwie müssen wir da hoch. Wenn ich hier das erste Stockwerk. Vor allem, wenn halt so kleine Passagen dann auftauchen. Ach, können wir hier hochklettern? Ja, also. Assassin's Creed-mäßig. Wenn mir dann so kleine Sachen einfallen, zum Beispiel vom heutigen Tag, wenn der Patient dann aufwacht von der Narkose und sich eher wie so ein Zombie sich anhört und halt einfach alle anfangen zu lachen.
Das sind halt so kleine Anekdoten, die mich dann hier in diesem Spiel erinnern. Also das war schon witzig. So kleine Sachen, die halt wirklich noch zusätzlich Spaß im Job bringen. Da fängt man hier schon so eine tolle Klettervorrichtung an der Wand an. Ja, sorry. Hier sieht ja gefühlt fast alles aus wie Deko. Und ich dachte, die Klettervorrichtung wäre vielleicht auch nur Deko. Lecker. Das sieht auch aus wie Deko. Meatballs. Fucking Meatballs. Diese Bude, gell? Oh Gott, Meatballs! Splatter Time. Oh Gott, noch einer. Bitte was? Guck dir mal diesen Stuhl an. Das erinnert mich an ein SCP. Da gibt es doch den einen. Oh Mann, der Band mit dem Schwert an. Band mit dem Schwert. Die blutet. Das ist ein Riesenorganismus. Und das ist genau das. Das erinnert mich an SCP. Weil es gibt doch ein SCP. Der Raum, der aus Haut und Knochen bestand. Falls ihr das was sagt, lieber Wolf. Das fand ich auch, die Geschichte erschreckend. Das ist so eine Kuppel gewesen. Und wenn man in die Kuppel reingeht, waren die Wände aus Menschenhaut, die Möbel waren aus Menschenhaut. Genauso wie hier jetzt. Ah. Oh. Was ist das? Den kenne ich nicht. Den kennst du nicht, okay. Jetzt haben wir hier einen Knochen. Ja, aber sehr gut. Mhm. Sie haben keinen Schimmer, was dieses Ding ist, aber es sieht böse aus. Um diesen Gegenstand nutzen zu können, brauchen Sie Recherche 6. Was haben wir denn? Ich vergesse es jedes Mal. Ich habe doch Recherche 6. Ach so, das war, das ist ja manchmal nicht triggert. Das hatten wir ja letztes Mal. Mumienwickel-Talisman. Wenn Sie diesen Mumien-Talisman betrachten, fühlen Sie eine Welle von Leben durch Ihr untotes Fleisch fließen. Erhöht ihre passive Heilungsrate um 25%. Holy moly. Das ist was Nices. Geil. Nicht 2,5%. 5% wären auch viel, aber 25%. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ne, meine Lieblings-SCP-Story. Ja, wie gesagt, das dauert einen kleinen Moment, bis das analysiert ist. Ja. Aber solange es analysiert ist, alles gut. Mein Lieblings-SCP... Och, das Bett ist ja komplett... Da ist ein Gesicht drauf. Alter. Wenn es jetzt noch blinzeln würde. Mit Augäpfel. Oh je. Ja. Also, mein Lieblings-SCP... Hab schon wieder getrunken. Ist der, ich glaube, das ist auch eins von den ersten SCPs, die veröffentlicht wurden, ist der Getränkeautomat. Ein ganz normaler, handelsüblicher Getränkeautomat mit einem Display. Unter diesem Display ist ein Touchpad, in dem man quasi Wörter eingeben kann. Und wenn man zum Beispiel Cola eingibt, dann entspringt ein passendes Gefäß mit dem Inhalt Cola drin. Wenn man Bier eingibt, kommt ein entsprechendes Gefäß mit dem Inhalt Bier drin. Wenn man Gold eingibt, dann kommt ein entsprechendes Gefäß mit Flüssiggold drin. So, in der Story, da sind ja bei SCP in dem Forum, sind ja auch gewisse Story-Schnipse drin, quasi Dialoge oder irgendwelche Geschichten von Zeugen oder halt von meistens von den eigenen Mitarbeitern oder Forschern oder Analysten. Und da war eine Story von zwei Wachleuten, glaube ich. Ich weiß gar nicht, in welcher Perspektive die das geschrieben haben. Auf jeden Fall wollten sie sich mal einen Spaß überlegen und haben dann... Vorsicht, jetzt wird's krass.
haben wir spaßeshalber den Namen von dem Kollegen eingegeben. Um zu gucken, welche Flüssigkeit da rauskommt. Und natürlich kam ein passendes Gefäß raus. Als Kenner der Welt weiß man mir ja schon deutlich mehr, was einem erwartet, als Unwissende. Genau. Ein passendes Gefäß mit einer blutigen Masse raus. Auf den ersten Blick sind sie halt natürlich angeekelt, dass da halt Blut rauskam und so. Und plötzlich merken sie, dass es dem gewissen Kollegen, also von dem der Name ja eingetippt wurde, immer schlechter ging. Weil dann quasi die Organe von ihm dann quasi mit in dieses Gefäß dann quasi reingeflossen sind. Natürlich ist er dann im Nachhinein verstorben. Wie die meisten bei SCP, komischerweise. Aber das fand ich halt echt interessant. Quasi eine Maschine, die einfach alles wiedergibt, was man eingibt. Und man halt eigentlich vorsichtig sein muss, was man eingibt. Ja. Aber es gibt so viele Stories. Ich muss mir das mal bei Zeit nochmal alles genau anschauen. Und auch die Spiele spielen von SCP. Und es ist dunkel hier. Und die Bezeichnung Unhold, die Isaac einem mitgegeben hat, muss man auch erstmal richtig deuten können. Ja. Eben. Oh Gott. Unglaublich viele SCPs. Viel zu viele. Ich glaube, die 6000 haben die, glaube ich, schon gekriegt. Und nie im Leben schaffe ich es, alle durchzulesen. Aber die sind halt auch so wahnsinns gute Stories. Auch die ineinander greifen. Also dann, dass die kombinieren ja. Das ist ja nicht irgendwie... Die sind ja nicht alle allein für sich, sondern dass dann irgendwie SCP, sag mal SCP-A, dann irgendwann mal auf SCP-B trifft und die dann quasi so eine Gegenreaktion dann hervorrufen. Ist aber schön, immer mal ein bisschen zu stöbern. Oh ja, genau. Oder wenn es um Zeitreisen geht, dass dann quasi die Hintergrundgeschichte von einem anderen SCP dann doch noch deutlicher wird, weil der auch schon quasi in der Vergangenheit schon eine Schlüsselfunktion hatte. Also die Community dahinter, das ist einfach Wahnsinn. Und ich stelle mir halt immer jedes Mal vor, wenn man das irgendwie verfilmen würde. Das, klar, dann ist wieder der Profit im Hintergrund und... Warum explodiert das? Der Profit im Hintergrund, und dann wird wieder an der Story so rumgewerkelt, dass es für die Gesellschaft dann irgendwie konform ist. Ist ja bei allem so. Deswegen sind ja gewisse Buchverfilmungen auch nicht original, wie das Buch meistens ist. Sondern halt immer ein bisschen abgeändert, was ja meistens auch schade ist, aber es muss ja auch irgendwie zugänglich sein für die Gesellschaft. Was ist da drin? Ein Fleischball. Ich habe einen Fleischball erhalten. Ein verstörender, ekliger Fleischball. Okay, sieht aus einfach wie eine Steinkugel. Ja, ja, SCP halt einfach. Ist es halt auch interessant, dass nicht alles einfach Horror ist. Da sind auch manchmal echt ganz gute... Was ist eigentlich aus der Serie zur Welt der Dunkelheit geworden? Muss ich mal nachschauen. Es gibt eine Serie? Oh! Wie hieß die Serie? Wo kann man die anschauen? Wann wurde die produziert? Immer her mit den Infos. Weil das wird mich auch interessieren. Weil ich wäre gespannt, ob es da irgendwie auch irgendwie hier Parallelen gibt. Also ich kann mir gut vorstellen, wenn es eine Serie gibt, dann werden auch die einzelnen Clans irgendwie vielleicht dann auch hier, dort, hier und da erwähnt. Boah, irgendwie zumindest vor ein paar Jahren angekündigt, dass eine gemacht wird. Ja gut, vieles wurde angekündigt. Zum Beispiel Fallout 4 ist ja gar momentan in Produktion, wenn ich mich nicht irre. Halo, die Serie, war eigentlich auch nicht mal so schlecht. Find ich. Also nicht der Film.
schon denn die Serie? Die, ich glaube, 6 Folgen oder so. Aber ich habe nur die erste oder zweite gesehen. Ich bin nicht so der Serientyp. Ich schaue, wenn dann mit einer Partnerin irgendwie eine Serie an. Allein ist es nicht so meins. Während ich in Ingolstadt gearbeitet habe, habe ich mir mal durchaus mal ein paar Serien gegönnt, weil das Internet dementsprechend nicht so gut war, dort wo ich die Unterkunft hatte, sowieso nicht streamen konnte. Oh, da bin ich mal ganz kurz ruhig. I see your face is not so lifeless. Your nerves are so deadened that you cannot express shock. Das ist ein Zimice. Child, is my appearance that frightening? Or is it my knowledge of you that is so unnerving? So sehen die aus. Wie Hydralisken von StarCraft. Ah. You see the truth of things, don't you, child of Malkav? Blessed with your beastly visions. Keine Infos zu geben, okay. That the Sabbat are the only true heirs to the legacy of our dark father. Nein, du wirst nicht seinen Schatten. Du wirst nicht seinen Schatten, falscher Prophet. Der dunkle Vater wandelt unter uns in seinen Händen in eine Waage. Do not test me, young one. In time, you will know the wisdom and power of the children of Cain. Ja, genau. Your flesh shall serve as my instrument of instruction. Warst du es, der dieses schreckliche Band aufgezeichnet hat? Oh yes, the tape. Merely a test. Certainly not intended to fall into mortal hands. Fortunately, we are in the capital of mortal trickery and illusion. So did the tape drive you to find me? From whence flows your longing, child? Aber daran kann ich mich auch nicht erinnern. Ganz komisch. Warum suchst du diese Gefilde heim, Kind Cain? Kind Cains. The Camarilla. The sewers are clogged with my creations. I will kill or drive the Nosferatu from their pestilent nests. Without the sewer rats to guide them, the Camarilla will be blind to the Sabbat's designs. Hast du dieses teuflische Unterfangen ersonnen? It is not for me. It's for the will of the Sabbat. The Camarilla is stunted, dead and festering in the womb, good only as pawns of the fathers. Even now, they answer the call of the ancient and seek to free him from his torpor. Alt? He slumbers within the Ankaran sarcophagus, one of the fathers whose return shall hearken the reckoning. Guhena is at hand, and the Camarilla are unwittingly speeding us all toward our doom. Sind diese grausigen Geschöpfe dein Werk? Blessed creatures. I have broken through their mortal crust and drawn from them their greatest strength, mutability. I coax a bone, weave flesh, and lay sinew tight until it strains to lash out. Woher kommen deine blutigen Bataillone? Illegals, mongrels, half-bloods, and caitiff, the bane of society, kindred and kin. They are as of little consequence to authority as they are to me. It is a culling of sorts. Diese furchterregenden Maschinen sind abstoßend, ihr erscheint zum Kotzen. Ich vollziehe an dir meine Bluternte-Dämonen. Perhaps, but they are exquisitely functional. Still, there's an uncanny elegance to even this, my most mercenary of designs. Deine Boshaftigkeit wiegt schwerer als die ihre. Revulsion is instinctual.
And instinct is a powerful level to work toward. To evoke it, a glorious accomplishment. Revulsion is a striking color on my palette. I see wonderment in your dead eyes. You long to wield such power as deftly as I. Du hast meine Motivation falsch interpretiert, Dämon. Meine Seele ist ein dunkler Spiegel, den du nicht ergründen kannst. You are instantly known to me. I smell your vitae and can imagine the taste of your viscera on my talons. Ah, yes. It's in the blood. Strong and balmy. It is not yours to hide, child. Der Tod nähert sich dir auf zerschlissenen Schwingen. Ja, wir beenden das. Now, Camarilla Whelp. Let me see you fight your nature in the face of those who have embraced their beast. Boah, bin ich bereit für sowas? Ich weiß nicht. Aber ich be torn asunder by my minions. Ich speichere auf jeden Fall direkt. Weil das ist wieder, das wird uns wieder Hyperspeed-Chatting geben. Der Todesengel kommt flink und feurig, Feind. So, gespeichert. Dass wenn was passiert, dass wir gleich einsteigen können. Der hat sehr viel Energie. Aber scheint machbar zu sein. Na komm. Wo ist er? Da hinten ist er. Ah, das Problem ist aber wieder, dass wir schweren Schaden erleiden und dementsprechend nicht nachheilen können. So, wo ist er jetzt? Wir müssen langsam wieder Schaden machen bei ihm. Die Hälfte haben wir schon mal. Einfach geil. Sobald sie dann voranspringen, kann man halt Schaden machen. Der trifft da nicht. Da ist er. Ah, nicht ablecken lassen. Können wir trotzdem vielleicht Blutheilung nutzen? Easy. Werwolf macht er auch keinen Spaß. Warum? Weil der Werwolf träge ist, oder? Ich glaube, als Bruder ist es auch nice. Gut, allgemein Bruder mit Schnelligkeit ist nice. Langsam wird's knapp ein bisschen. Der verschwindet so schnell immer. Ah,
Ah, das verschwindet so schnell. Ach so, okay. Ah, oh, geh mir auf den. Nett auf den Zeiger hier. Na, jetzt muss er vorsichtig sein. Ach, ich sehe es kommen. Au, oh, das wird knapp. Nee. Ah, wieder so scharf an allem. Ah, Dreck. Und mein Kinn kratzt. Und der verschwindet jetzt wahrscheinlich. War klar. Ist es immer so knapp? Man, die sind halt, da hat die Nerven einfach so richtig hart. Ah, falsche Taste. Bleiben die dann vielleicht? Ich hab so... Wenn ich Wahnsinn mache, bleibt er dann vielleicht länger? Nee, macht keinen Unterschied. Was aber Unterschied vielleicht macht... Oh Gott, jetzt wird's wieder... Übersichtlich. Es kommen immer nur zwei gleichzeitig, wenn ich also einen immer... Nee. Ah, das ist ein schlechter Run. Und immer dieses Hin- und Her-Porten. Und dann ist er wieder weg. Oh, und dann ist er so weit weg. Aber wenigstens ist da so ein gewisser Cooldown. Die spawnen nicht ständig. Also spätestens beim nächsten Run müsste ich es eigentlich schaffen. Komm! Da kommt er! Yeah.
Gott! Bleib jetzt da, verdammt! Ness! Der war doch schon, wie sagt man im Schwäbischen, der war doch schon he. Oh Gott. Ist nicht dein Ernst. Oh. Gut, ich habe am Anfang echt viel Zeit verschwendet mit Disziplin. Da muss man halt einfach nur einen gewissen Flow haben. Dann schafft man das auch, ein bisschen ohne Schaden zu nehmen. Und schneller agieren. Vor allem, die muss ich halt echt erledigen. Oder es versuchen, die nah beieinander zu bekommen, dass ich quasi beide Schaden geben kann. Oh ja, natürlich taucht am Ende des Raumes auf. Doch auf, immer die gleiche Stelle. Jetzt ist aber gut. Oh, immer dieses Internet. Jetzt backt er rum. Er taucht jetzt immer an derselben Stelle auf. Was ja eigentlich an sich ja nicht schlecht ist. Jetzt ist Ruhe hier. Hat das jetzt noch wenigstens übertragen? Boah, ich sehe es am Diagramm. Also, das ist echt eine riesen Achterbahn gewesen. Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Und davor halt schön so nahezu konstante gute Bitrate. Ich glaube, das Internet fiebert mit. Oder hat mitgefiebert. Bäh. Der fiebert aber sowas von gar nicht mehr mit. Sehr hakelig, aber eine Art durch. Na, immerhin. Aber dennoch kann man mir glauben, ich habe es geschafft. Der Zimice wurde bekämpft. Mal irgendwas bekommen? Nee, wahrscheinlich nicht. Aber gerade noch so geschafft. Sie haben den Chimiche in seinem Versteck am Kingsway 609 besiegt und Zugang zur Kanalisation bekommen, wo sie hoffentlich die Nosferatu finden werden. Gehen Sie jetzt suchen. Sie sollten später auch Isaac berichten. Beenden. Passt ja gerade, wenn das Internet eh gerade am Zicken ist. Und wieder die Statue. Die bekannte Statue. Was ist das? Nichts. Ein Stück Schädel.
Why not? Schädel kann man immer gebrauchen. Als Waffe. Als Mörsergerät. Manchmal als Briefbeschwerer. Stimmt, kann man das auch irgendwie als Feuersteinersatz nutzen. Irgendwas hilft immer. Mit dem Schädel. Geh durch. Ekliges Haus. Bin ich froh, dass ich da raus bin. Hä? Dachte, ich muss jetzt da raus. Weil die Cap ist ja da. Katze, Katze, kannst du bitte weggehen? Vielleicht geht dann die Tür dann auf. Nein. Habe ich das mal vergessen? Ein Schalter oder irgendwie sowas? Fernbedienung? Ein Ball? Na, ich hatte eher gerade den Gedanken, mit dem Ball Katze wegzulocken. Ist ein makaber, aber auch Katzen lieben Fleisch und Bälle. Und in Kombination noch besser. Steigerung von besser, besserer. Scheinbar müssen wir doch wieder rein. Ach so, wahrscheinlich. Wahrscheinlich war doch da unten noch irgendetwas. Am besseresten. Am besseresten, ja. Besser bersten, am besseresten. Hier müssen wir lang. Und da geht's runter. Da geht's nächstes Mal runter. Heute nicht mehr. Wir speichern. Ob das funktioniert? Wir brauchen das da. Ja. Was soll ich sagen? Oder nee. Wir nehmen lieber den großen. Nee. Wir nehmen den hier. Ich muss mich noch für irgendeins entscheiden. Vampire the Masquerade, Folge 16. Wir haben den Chimiche endlich mal getroffen, von dem ich ja vom Wolf gehört habe. Was kann der? Nichts kann der. Wir können aber einiges. Oh ja, Kanalisationsstream. Ich hoffe aber mit einem besseren Internet. Es war eigentlich die ganze Zeit stabil, aber also jetzt macht es so gerade seine Faxen. Kurz vor Schlafenszeit. Ja, ist halt so. Dorfinternet, was soll man sagen? Aber wir schauen mal. Auf jeden Fall geht's weiter. Morgen oder Mittwoch, je nachdem. Also ich hätte jetzt mal Lust, auch mal wieder was anderes zu machen. Die Liste ist ja lang. Wir machen es spontan. Lassen wir uns überraschen, ob wir morgen Internet, die nächste Folge machen. Internet schlafen. Ja, genau. Du sagst es. Und dann schauen wir weiter, ob wir zu den Nosferatu kommen. Die Kanalisation wartet auf uns. Aber es warten, wie gesagt, auch noch andere Games auf uns. Wir schauen einfach mal. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Ruht gut und wir sehen uns morgen. Gute Nacht, lieber Wolf. Schön, dass du noch zugeschaltet hast. Und in diesem Sinne, habt eine gute Zeit. Bis morgen. Euer Nalfox. Ciao.